Ja, auf jeden Fall, es gibt nichts dran zu deuteln. Wir haben am Limit gespielt und haben in der ersten Halbzeit das, glaube ich, sehr, sehr gut gemacht. Das hat uns keiner zugetraut. Und nach der Pause sind halt die beiden Tore zu schnell gefallen und war bei uns nachher der Mut weg. Trotzdem hat sich die Truppe nochmal gefangen und sich ordentlich gewehrt. Das war respektabel. Wenn sie immer so gespielt hätte, wer weiß, wie es ausgegangen wäre. Glückwunsch an Dassendorf. Die hatten eine ganz andere Bereitschaft, eine ganz andere Körpersprache und einen ganz anderen Auftritt hingelegt als Meindorf letzte Woche. Da kam uns das relativ einfach vor. Ich fand, dass Paloma heute gerade in der ersten Halbzeit sehr aggressiv dagegen gehalten hat. Das 1-0 hat uns dann ein bisschen nach vorne gebracht. Leider ist das zweite viel zu spät gefallen. Und dann nach dem dritten Tor lief es dann in unsere Richtung und Paloma hat ein bisschen nachgelassen. Aber die erste Halbzeit war das von Paloma, finde ich, eine sehr, sehr anständige Leistung. Ja, ich hatte das Gefühl, dass wir nach den letzten Niederlagen einfach mal was verändern wollten, weil das ja auch nicht ein Spiel war, das keine Bedeutung hatte. Und ich wollte ein kleines Zeichen setzen, habe Janik Jonas rausgenommen und war sehr, sehr böse mit mir. Aber was für seinen Charakter spricht, ist, dass er sich, als wir dann nur noch zu 10 auf dem Platz waren, sich bereit erklärt hat, im Feld eben noch diese Viertelstunde mitzuwirken. Und das ist à la Bonheur und das macht auch nicht jeder. Das ist ein großer Dank an Janik. Ich bin jetzt zum dritten Mal Meister geworden und dazu gehört viel, viel Arbeit. Ja, viel Arbeit in 10 Monaten. Und ja, ich möchte weitermachen und wir möchten natürlich weiter die Meisterschaft holen und wir werden jetzt erstmal die Pause genießen, wir werden jetzt nach Mallorca fliegen und ein bisschen die Zeit genießen. Ich habe wenige Spiele gesehen nur in der ersten Halbserie. Ich habe jetzt ja zum Schluss, weil ich die letzte Woche übernehmen sollte, vermehrt geschaut. Da hatte man sich schon von Spielern getrennt. Ich glaube, das ist ein Punkt, dass man nicht unbedingt tatsächlich als Mannschaft aufgetreten ist. Und dann kann ich nicht sagen, ich habe Spiele gesehen, kaum eine Geschlossenheit auf dem Platz. Woran das jetzt gelegen hat, das kann ich wirklich nicht beurteilen. Ich glaube aber, das wird in der Tat besser werden. Wir haben mit Carsten Gerder und Frank Höhmann und mit Steffen haben es jetzt die richtigen drei, die das machen. Und wir von der zweiten werden das unterstützen. Insofern wird es besser werden. Das Erfolgsgeheimnis ist, das glauben viele gar nicht, aber dass die Truppe in den letzten Jahren einen unglaublichen Charakter hat. Wir hatten in der Winterpause zum Teil nur noch 12 gesunde Feldspieler. Sportchef Jan Schönteich stand 3-4 Mal kurz vor seinem Einsatz. Und die Jungs haben sich im Training, in jedem Training reingehauen, haben sich um ihre Verletzungen wirklich super gut gekümmert, wurden von unseren beiden Physios, die einen riesen Anteil an diesem Erfolg haben, extrem gepflegt. Und so wie die sich reingehauen haben, haben die auch die Meisterschaft definitiv verdient. Definitiv.